Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, die Nachricht vom grauenvollen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle schockierte mich persönlich in mehrfacher Weise. Halle an der Saale ist meine zweite Heimatstadt. Dort habe ich studiert. Für mich und meine Fraktion war das aber auch ein Anschlag auf unser friedliches Gemeinwesen, wo Gewaltfreiheit, Debattenkultur und Aufeinanderzugehen feststehende Werte sein sollten. Nicht zuletzt ist diese irrsinnige Tat eines Menschen, der offensichtlich in einer abgekapselten Welt massiven Hasses lebt, auch Ausdruck einer ständigen Gefahr für unter uns lebende jüdische Bürger. In Gesprächen mit Juden in Rheinland-Pfalz, aber auch mit Juden in der AfD, habe ich die entsprechende Unsicherheit wahrgenommen. Trotz aller Lehren aus der Geschichte scheint der Ungeist der Vorurteile und des Hasses gegenüber Juden, welcher mehr als 1000 Jahre alt ist und im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte eine grauenvolle Verwirklichung erfuhr, noch immer nicht vertrieben zu sein. Vielmehr noch, in Deutschland und auch in der Welt um uns herum kehrt er mit neuer Kraft wieder. Er hat viele Gesichter, unter anderem die unbelehrbaren Jünger des Dritten Reiches, die in der Regel gut organisiert und sehr aggressiv sind und gegen die man mit den Mitteln des Rechtsstaates vorgehen muss. Er taucht aber vor allem auch in intellektueller Form auf, unter Gegnern des Liberalismus, der Globalisierung, des Kapitalismus und nicht zuletzt des Staates Israel. Er ist zudem signifikanter Bestandteil von Religionen und deren Ambitionen auf Dominanz und politische Vormachtstellung. Die Annahme aber, man könnte diesen antijüdischen Ungeist mit der Beschwörung von Pluralität und Multikulturalismus vertreiben, hat sich als falsch erwiesen. Er wächst ganz offensichtlich parallel zu den gesellschaftlichen Spannungen, welche eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt und aushalten muss. Umso entschlossener müssten alle Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen in unserem Land sich gegen jede Form des Antisemitismus zusammenschließen. Und genau das war aber nie der Fall in der deutschen Geschichte. Man kann es im Internet, in Büchern und in der Presse nachlesen, wie in Deutschland bis heute antijüdische und anti-israelische Bestrebungen hofiert werden. Passenderweise titelte gerade heute die Bild-Zeitung Alarmstufe Rot mit TH und weist auf das breite Spektrum des Antisemitismus in Deutschland hin. Zu gern schiebt man einfach die Schuld auf den neuen konservativen politischen Wettbewerber ab, die AfD. Und Historiker Wolfson formulierte treffend: Wer Antisemitismus nur dort kritisiert, wo er ihm politisch genehm ist, der ist einfach unglaubwürdig. Zudem nimmt die Diskreditierung alles Konservativen und Rechten in der Gesellschaft gefährliche Dimensionen an, wenn Sie, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, im Grußwort zur bundesweiten Wanderausstellung Kunst trotz Ausgrenzung schreiben, dass die Bedrohung durch rechtskonservative Tendenzen weltweit deutlich zugenommen hat. Sind also nur linke Weltanschauungen ein Garant für Sicherheit und Stabilität? Frau Ministerpräsidentin, die deutsche Linke hatte immer eine hohe Affinität zu palästinensischen Terroristen, welche auch in Deutschland getötet haben. Noch heute fließt viel deutsches Geld nach Palästina und nicht alles nur an Hilfsorganisationen. Die meisten der in Deutschland momentan lebenden Juden sind doch wohl vom Kommunismus geflohen, meine Damen und Herren. Eine EU-Studie zum Antisemitismus mit 16.000 befragten Juden ergab zudem, dass sich die Juden im rechtskonservativen Ungarn wesentlich sicherer fühlen als im multikulturellen Deutschland. 47% der Befragten hatten in Deutschland Angst vor Übergriffen. In Ungarn waren es 16%. Es gibt also gute Gründe, mit der Legende aufzuräumen, dass Juden nur vom rechten Rand des politischen Spektrums bedroht werden, wenngleich auch diese Bedrohung real ist, meine Damen und Herren, das wissen wir.
Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion hat sich für die Interessen und Sicherheit der jüdischen Bürger in Rheinland-Pfalz aktiv eingebracht. Unter dem Stichwort Antisemitismus finden Sie im parlamentarischen Dokumentationssystem in der Legislaturperiode 24 parlamentarische Initiativen. 14 waren allein von der AfD. Und hier sitzen 5 Fraktionen, meine Damen und Herren. 14 allein von der AfD. Mit einer großen Anfrage haben wir bereits 2018 auf das aktuelle jüdische Leben und die jüdische Kultur in Rheinland-Pfalz aufmerksam gemacht. Kleine Anfragen und Berichtsanträge behandelten jüdische Seelsorge, mangelnde geistliche Betreuung und das renovierungsbedürftige Gemeindehaus in Kaiserslautern, welches keinen Notausgang besitzt und einem antisemitischen Anschlag wehrlos ausgeliefert wäre. Die Antworten der Landesregierung jedoch waren teilweise seltsam distanziert und unengagiert. Erst gestern bekam ich die Antwort auf eine kleine Nachfrage zum Gemeindezentrum in Kaiserslautern und die Landesregierung fühlt sich offensichtlich nicht zuständig. Die parlamentarischen Initiativen der AfD-Bundestagsfraktion zum Verbot der BDS-Bewegung und der Hisbollah, dem Al-Quds-Tag und gegen anti-israelische Resolutionen kennen Sie, meine Damen und Herren. Auf der gerade erst erschienene Publikation der Jüdischen Bundesvereinigung der Juden in der AfD unter dem Titel »Was Juden zur AfD treibt«, darf ich Sie hiermit hinweisen. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion wertschätzt jüdisches Leben, jüdische Kultur und Geschichte und steht an der Seite der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz und gegen jede Form von Antisemitismus und Extremismus. Vielen Dank. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren und lieber Herr Schweizer, das haben Sie schön selektiert. Aber ich erkläre Ihnen sehr gern, warum ich diese Frage gestellt habe. Ich war einer der wenigen Abgeordneten, die an diesem Tag, an diesem Präventionstag teilgenommen haben. Und ich habe sehr genau hingehört, als Herr Awadjew, Mitglied des Zentralrats der Juden und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Rheinland-Pfalz, gesprochen hat. Und er sprach von der Solidarität der Religionen, der Christen, der Juden und der Muslime. Und es hat mich einfach interessiert, ob diese Solidarität auch an diesem Tag zum Ausdruck gekommen ist. Denn ich hatte persönlich nur die jüdischen Gemeinden gesehen, mit denen ich schon seit langem in Kontakt bin, und christliche Organisationen. Ich hatte niemanden von den Muslimen gesehen, kein Kopftuch und nichts. Ja, es ist mir niemand aufgefallen, der vom Äußeren her ein Muslim gewesen wäre. Und genau deshalb habe ich mein Recht als Landtagsabgeordneter wahrgenommen und habe die Landesregierung, die das ja wissen muss, sie hat die Veranstaltung ja organisiert, gefragt, ob Muslime an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, weil ich nämlich gerne wissen wollte, wie es mit der Solidarität der Muslime zu den Juden aussieht. Und was glauben Sie, was die Antwort war? Nicht ein einziger Muslim, nicht ein einziger Muslim hat an der Veranstaltung des Ministeriums, des Innenministeriums und der Staatskanzlei zum Präventionstag für oder gegen Antisemitismus teilgenommen. Nicht einer. Das zu werten überlasse ich Ihnen, aber das Recht, es zu erfragen, habe ich als Abgeordneter. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren und lieber Kollege Braun, genau das ist es doch, was uns nicht zum Ziel führt. Man zeigt immer mit dem Finger auf die anderen und von den eigenen Fehlern versucht man abzulenken. Ich war der Erste, der Björn Höcke kritisiert hat für seine Dresdner Rede und diese Aussage, die Sie zitiert haben. Aber dann bitte nehmen Sie doch auch mal wahr, dass der Ausspruch Mahnmal der Schande nicht von Höcke erfunden worden ist, auch wenn er ihn ausgesprochen hat, sondern dass er vom linken Autor Augstein stammt. Ja, ja. Also nehmen Sie bitte mal wahr, dass das ist genau das,
was ich vorhin gesagt habe. Man versucht, die Schuld einseitig auf den neuen, ungeliebten politischen Wettbewerber abzuschieben, aber man hat Jahrzehnte, bevor der überhaupt existierte, die gleichen Fehler gemacht. Ja? So kommen wir nicht zum Ziel, meine Damen und Herren. Und dann müssen Sie sich schon mal mäßigen, ja? Müssen Sie das umsetzen, was Sie von uns immer fordern, Mäßigung und Zusammenarbeit. Und dazu sind wir gern bereit. Und vielleicht noch ein Wort zu diesen ganzen Aussprüchen. Da hat mal einer das gesagt. Ja, es gab auch Politiker der Altparteien, die haben ihr eigenes Volk als Pack beschimpft. Ja, oder als Dunkeldeutschland. Was da nicht alles für Worte gefallen sind. Wir könnten hier stundenlang nur über Aussprüche, die nicht gerechtfertigt waren, reden. Ja, aber auch das bringt uns keinen Meter weiter, meine Damen und Herren. Ja.